Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für Magic's Video Deluxe 2022. Im heutigen Video wird es darum gehen, wie wir mit dem mitgelieferten Programm Magic's Travel Maps eine Reiseroutenanimation erstellen. Ich werde das Programm zunächst allgemein erklären und dann zeigen, wie wir eine Kartenanimation im Style der Indiana Jones Filme erstellen. Heute etwas ungewohnt befinden wir uns nicht auf der Menüoberfläche von Magic's Video Deluxe, sondern haben das bei der Installation automatisch mitgelieferte Magic's Travel Maps geöffnet. Das Programmsymbol sieht derzeit so aus. Wer Probleme beim Finden hat, kann einfach unter Start das Wort Travel eingeben und dort wird es dann in der Suche angezeigt. Auf dem Startbildschirm finden wir drei Unterteilungen. Wir können unsere Kartenoberfläche aus Open Source Maps Kartendaten wählen, aus sogenannten Travel Packages, welche sich auch im Magic Store noch erweitern lassen, oder aus eigenen Kartendaten, die wir hineinladen. Unsere Auswahl bildet gleich den Hintergrund für unsere Reisenroutenanimation. Im Menüpunkt Karte kann ich während der Arbeit mit Magic's Travel Maps die Karte nachträglich ändern. Auf der Oberfläche angelangt, können wir mit dem Mausrad hinaus und hineinzoomen. Unten rechts finden wir einen sogenannten Gyro, über den wir zudem die Karte noch neigen und rotieren können. Über das Klicken in die Karte kann ich Wegpunkte setzen. Diese können für Startpunkte, Zwischenziele oder Endpunkte stehen. Die einzelnen Wegpunkte lassen sich sehr einfach umbenennen. Klicke ich nun oben in der Menüleiste auf das kleine Play-Symbol, wird mir eine erste Reisenroutenanimation angezeigt. Die Geschwindigkeit, mit der die Animation abläuft, lässt sich über die Animationsdauer bestimmen. Gibt es Streckenabschnitte, welche schneller abgefahren werden sollen, kann ich hier den Haken bei konstanter Geschwindigkeit herausnehmen. Entferne ich den Haken, werden längere Streckenabschnitte schneller abgefahren. Nun klicke ich oben in der Mitte erstmal auf Avatar und Path. Hier kann ich weitere Einstellungen für die Wegpunkte, die Wegdarstellung und den Avatar vornehmen. Beim Pfad lassen sich bekannte Eigenschaften der Liniendarstellung, wie beispielsweise die Farbe, die Stärke und die Transparenz ändern. Unter den Wegpunkteigenschaften kann ich das Aussehen der Wegpunkte und die Schriftart der Beschreibung anpassen. Es ist auch möglich, eigene Wegpunktbilder einzuladen. Im Menü Avatare kann ich das Aussehen meines Reisefahrzeugs ändern. Es ist ebenso möglich, Ziele und Zwischenziele mit unterschiedlichen Fahrzeugen zurückzulegen. Um diese anzupassen, klicke ich auf das kleine Stiftsymbol neben meinem Weg. Gehe dann auf den Avatar und wähle das entsprechende Reisevehikel aus, mit dem ich die Strecke abfahren möchte. Bei dem erreichten Zwischenziel klicke ich erneut auf das Stiftsymbol und suche mir das Reisefahrzeug aus, welches ich von hier an benutzen möchte. Im Menüpunkt Animationen habe ich weiterhin die Möglichkeit, die Verweildauer an Wegpunkten abzuändern oder eine Kamerafahrt einzustellen, welche dem Reiseavatar folgt. Möchte ich das Ganze etwas dynamischer gestalten, kann ich in dem Punkt Animationen eine Fly-In-Option wählen. Diese ermöglicht eine rotierende und geneigte Kamerafahrt, welche zu Beginn der Animation auf meinen Startpunkt zufährt. Unter dem Menüpunkt Fotos kann ich eigene Bilder von der Reise einfügen, welche ich per Drag-and-Drop auf die Reiseroute ziehen kann, wo sie, wenn der Avatar dort vorbeikommt, angezeigt werden. Unterhalb der Fotos lässt sich einstellen, ob die Bilder als Diashow oder im Vollbildmodus angezeigt werden. Auch die Länge und die Art der Überblendung lassen sich hier anpassen. Werden die Bilder nicht im Vollbildmodus angezeigt, erscheint ein kleines Fenster auf der Karte, welches ich beliebig verschieben und verändern kann. Möchte ich Höhenprofile von meiner Reise einfügen, dann muss ich dafür vorher mit einem GPS-fähigen Handy oder anderem Gerät sogenannte GPX-Dateien erzeugen, welche diese Daten beinhalten. Diese kann ich dann ganz einfach unter Pfad und Avatar unten unter Load GPX-Track öffnen und importieren. Im Menüpunkt Ansicht habe ich dann die Möglichkeit, diese Höhenprofile in verschiedener Art und Weise darzustellen. Unter dem Menüpunkt Fertigstellen kann ich nun einstellen, ob einzelne Bilder exportiert werden sollen oder das komplette als Videodatei. Hierbei ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass man dieselben Einstellungen vorgibt, wie sie auch im fertigen Video verwendet werden. Nun möchte ich noch zeigen, wie man eine Reisekarte ganz im Stil der Indiana Jones Filme erstellt. Das Ganze wird wieder in der Timelapse geschehen. Ich werde an Schlüsselstellen noch kurz etwas erklären, wie ich es gemacht habe, bzw. das per Text einblenden.
Die Indiana Jones Kartenanimationen laufen wie folgt ab. Als Grundlage dient eine altertümliche Karte. Auf der Karte ist lediglich der rote Pfad zu erkennen, den Indiana auf seiner Reise genommen hat. Im Hintergrund wird eingeblendet, welches Fahrzeug er benutzt. In unserem Fall wäre das ein Video mit einem gewissen Anteil Transparenz. Ich habe mir zunächst eine alte Karte in möglichst hoher Auflösung rausgesucht. Diese habe ich dann bei Magic's Travel Maps ganz rechts bei Load Map hineingeladen. Auf diese eingeladene Karte habe ich meinen Pfad gelegt und danach unter Pfad und Avatar sämtliche Location Marker gelöscht. Ich habe ebenso die Beschriftung und die Kästen, in denen die Beschreibung war, herausgelöscht. An gewissen Schlüsselpunkten habe ich bei der Location einen eigenen kleinen erstellten roten PNG-Punkt wieder hineingeladen. Sämtliche Zwischenanimationen wurden ebenso von mir entfernt. Ich habe dann das Abfahren der Karte entsprechend meinen zeitlichen Vorstellungen angepasst. Nachdem der Pfad so abgelaufen wurde, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich die Datei herausgerendert. Im zweiten Schritt bin ich zu Pixabay gegangen und habe mir dort entsprechende Hintergrundvideos ausgesucht von den Fahrzeugen, die Indiana auf meiner Karte nehmen wird. Mit meiner Kartenanimation und diesen Hintergrundvideos bin ich dann wieder in Magic's Video Deluxe gegangen, habe hier die Kartenanimation eingeladen und die anderen Videos in den Hintergrund gelegt. Um das zu bewerkstelligen, muss die Kartenanimation oberhalb der Ebene der eigentlichen Videos sein. Die Videos selber kann man über diesen mittleren Schieberegler an ihrer Transparenz bestimmen. Hier habe ich einfach die halbe Transparenz gewählt. An den vorgesehenen Stellen lasse ich die Videos im Hintergrund überblenden. Dann noch den Rider's March rausgesucht und das Ganze ein bisschen zueinander arrangiert und fertig sieht Travel Map aus im Style von Indiana Jones. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, sehen wir uns sicherlich im nächsten wieder. Bis dahin, Peace!